Hallo, hier ist wieder Codys Toybahn mit der Steffi. Hi. Und dem Carsten und dem Cody. Genau. Genau, Cody ist auch wieder dabei. Das ist jetzt unser, lass mich überlegen, glaube ich, fünftes Video. Das vierte. Das vierte? Nee. Das andere war ja zweigeteilt. Ach so, okay, ja gut. Nicht nackt. Also, viertes. Nee, das ist unser viertes Video und wir wollen euch heute jetzt ein Kobi-Spezial oder Spezial, ein Flugzeug-Spezial von Kobi heute machen. Genau, wir zeigen euch einfach ein paar Flugzeugmodelle, die wir im Shop haben und ein größeres Modell, was wir auch wieder im Shop haben, wo wir heute eine kleine Lieferung gekriegt haben, eine kleine Lieferung. Also je nachdem, wie schnell ihr seid, desto schneller kriegt ihr dann euer Paket. Adliges Paket. Genau. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Das ist so, ja, eine kleine Andeutung. Wir können ja auch mal die Karton ganz vorsichtig mal rein. Aber nur vorsichtig. Nur vorsichtig, okay, warte. Ups. Wir ziehen. Ich will die Vorderseite in die Kamera packen. Ja. Da. Davon haben wir wieder ein paar. Genau. Ist auf alle Fälle im Shop da. Also aktuell sind nur 3 Stück da. Diejenigen, die zuerst zugreifen, die kriegen das dann zeitnah und für alle anderen gilt natürlich immer noch die Möglichkeit vorzubestellen, dann bestellen wir nach und dann sind die auch genau. In einer Woche da. Wie gesagt, das ist die 3086, ja. Nicht bitte überlegen, das ist nicht die 3087 Limited, sondern die ganz normale 3086, aber auch ein traumhaft schönes Schiff. Der Unterschied zur Limited sind exakt 3 Flugzeuge, genau. Ein schwarzes Namensschild und ein unterschriebenes Zertifikat vom Präsidenten von Kobi. Genau, aber 3086 ist genauso traumhaft. Und 150 Euro. Ja, stimmt auch. Genau. Ist echt ein traumhaft schönes Modell. Sehr schwer. Ja. Aber 90 cm lang, wenn es fertig ist. Und ich lese das hier ab, ich bin doof. Ja. 90 cm lang und fast 15 cm breit. Also, ja, genau, so lang und so breit. Ja, genau, so lang. Nee, sonst wieder echt schöne Beschilderung. Auf jeden Fall Bedildung, nicht Beschilderung. Genau. Sonst alle Maße stehen wieder dabei. Ein Wörter-Vorschriftscode. Es ist eine Skalierung von 1 zu 300. Skalierung. Skalierung. Ja, genau, Skalierung. Maßstab. Skalierung ist jetzt egal. Es ist ein Maßstab 1 zu 300. Also wirklich auch wieder ein schöner, traumhaft schönes Modell. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie die Titanic, glaube ich, ne? Ja, glaube ich schon. Die Titanic ist ein bisschen kürzer gewesen. Die war glaube ich, nur knapp 80. Die Tirpitz waren irgendwie 78. Die alte Bismarck waren auch 77, 78. Ach, übrigens, Hinweis. Die neuen Bismarck sind bestellt, die kommen bei uns in ca. 14 Tagen, 3 Wochen. Also so gegen Ende August sind dann die guten Stücke da. Die Leute, die schon vorbestellt haben, kriegen natürlich ihre Lieferung zuerst. Genau. Und alle anderen müssen erst nochmal gucken. Genau, aber sonst, das ist auf alle Fälle wieder ein Shop da. Ihr könnt es bestellen. Wie gesagt, wir machen das speziell Flugzeuge heute. Da wollten wir euch natürlich auch auf unseren traumschönen Flugzeug Trigger natürlich nicht vorbereiten. Schöne Überleitung. Ja, genau. So, was haben wir noch? Zeig. Also, was haben wir noch? Schwere Packung. So, wir haben auch echt unsere Focke-Wulf 190A8. Da haben wir noch welche. Da haben wir noch welche. Das ist die Kobi Nummer 5704. Ja. Auch schön. Auf alle Fälle auch schöne Beschilderung wieder. Ja. Sehr schönes Modell. Mhm. Ich darf leider keine aufbauen. Die Chefin hat Nein gesagt. Nee. Jetzt hätte ich eine zeigen können. Na gut. Nein, das wird noch. So. Aber da, wo wir gerade mal dabei sind, mal die Frage. Wenn wir Vorführmodelle oder Modelle aufbauen, wäre denn von euch überhaupt Interesse da, eventuell diese Vorführmodelle zu kaufen? Ja, nein, vielleicht. Wäre schön, wenn ihr dann in den drunter Kommis was da lasst. Ja. Alternativ schreibt uns einfach unter info@kodistoybahn.de, welche Modelle wir da mal genauer zeigen sollen. Dann gucken wir da mal, ob wir dann auch entsprechend Sonderpreis und so weiter machen. Und dann seht ihr schon mal, wie die aufgebaut aussehen. Genau, das ist das eine. Auch wieder 2 schöne Bilder dabei. Mit Beschilderung. Genau, mit Beschilderung. Dann die ganze History. Ist auf alle Fälle ein Figum. Ist mit. Ja. Und sonst, ja. Fahrwerk, sonst ist alles rein.
Also das wäre das eine Modell, was wir auf alle Fälle genau. im Shop haben. Würde ideal passen zur Focke Wulf 190 F2, die da. Wenn sie mir vielleicht runterholen. Nee. Nee, jetzt nicht? Nee. Okay, gut. Dann nehmen wir halt das neue Modell. Genau, passend zur Focke Wulf, damit das Dreigespann an Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs, an ikonischen Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs komplett ist. Genau. Die wunderbare Messerschmitt ME-262A. Das ist die Kombi-Nummer 5543. Sehr schön abgelesen. Danke. Ja, bitteschön. Auch wieder echt schönes Modell. Ja. Einer unserer Bestseller. Genau, auf jeden Fall. So, nicht also haben wir mittlerweile, glaube ich, 12 oder 15 Stück oder so. Genau, haben wir auch verkauft. Also wir sind ein recht junger Shop. Wir sind im Februar erst gestartet. Also deswegen sind wir extrem zufrieden mit den Absatzzahlen, die wir momentan machen. Und wenn wir sagen, dass es 15 Stück sind. Und unseren Kunden auch. Wir haben vielen Dank an unsere Kunden. Wir haben euch alle lieb. Genau, wollte ich nämlich auch nochmal klar sagen. Nee, sonst wieder auch eine Figur mit dabei. Das Ganze, ihr habt dann auch so einen Ständer. Ne? Hm. Wo dann halt vorne Schild drauf ist, da ist dann halt auch die Bezeichnung drauf. Deswegen hätte ich ja gerne, dass du das da vielleicht doch mal runter. Dann hole ich das mal runter. Das ist dieses nicht. Video ist nicht für Kinder, halt doch. Genau, und das ist. Das musst du, glaube ich, ein Grillbein ein bisschen hochgeben. Nimm doch mal die Messerschmitt weg, dann kann ich es mir zeigen. Das ist die 5715. Das ist eine Messerschmitt ME-100, also BF-109F2 für die. Profis, auch gerne mal fälschlicherweise als ME-109 bezeichnet. Mhm. Ja, ich weiß. Tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich ME sage. Tut mir leid, das ist halt so. Sehr schönes Modell. Mit Ständen, den kann man auch zusammenbasteln, also den kann man auch weglassen und so weiter. Sehr schön stabil gebaut. Schön stabil gebaut, also hält auch ein bisschen was aus mit drehendem Propeller und Figur, die da drin sitzt. Sieht man das ein bisschen? Mal so schön, genau. Ja. So, genau. Ist einer drin. Wirklich stabil, also wenn ich das Ding hier am Flügel halte, dann ist das auch schon stabil und das heißt was bei diesem Baustein. Ansonsten ist das echt schön gemacht. Auch schön detailliert. Fahrwerk ausklappen, bitte. Genau. Und dann das schön eng gestellte Fahrwerk, wie wir es kennen bei unserer B109. Und dann steht das da. Genau, und dann rollt das auf den Rädern, das ist jetzt schön. Genau. Ganz toll gemacht. Nee. Dass der Eindruck entsteht, ja, wir nehmen uns ernst. Ja, würde ich auch sagen. Nee, also wie gesagt, das ist auch ein wunderschönes Modell. Glaube ich, da haben wir auch noch ein paar im Shop. Ja. Ist, glaube ich. Die neue Lieferung ist bestellt, die kommt aber wahrscheinlich. Also, die sind momentan bei Kobi direkt ausverkauft. Ja. Wir haben noch ein paar Restbestände, die neuen Stücke sind aber vorbestellt für. Es gab September. Mitte September, meine ich. Ja, genau. Aber abgesprochen, ja. Genau. Die kommen dann ungefähr in dem Bereich, so Mitte, Ende September, wenn die Scharnhaus kommt. Also, wir haben jetzt demnächst wirklich Highlight-Monate, wo dann wirklich richtig, richtig tolle Modelle kommen. Ja. Die Bismarck, die Scharnhaus. Wir versuchen eine Limited Scharnhaus zu kriegen. Wir können es aber nicht. Versprechen können wir nichts. Weil, also, das ist immer so ein kleiner Punkt. Aber wie gesagt, wir versuchen für euch. Wir arbeiten dran. Wir versuchen für euch auf jeden Fall was zu bekommen. Sollte es soweit sein, werden wir euch natürlich sofort über Facebook, über Instagram, über alles Mögliche, auch jetzt hier wieder auf YouTube komplett informieren. Genau. So, was haben wir denn noch als nächstes? Dann hätten wir auch noch ein Modell. Die wunderbare Ki 49 Helen. Oder Ki 49. Haben wir insgesamt zwei Stück. Das sind so Restbestände. Genau. Kobi Nummer 5533, genau. Nochmal dazu sagen. Also davon haben wir insgesamt 26 Stück verkauft in einem halben Jahr. Die jetzt, das ist richtig toll. Die waren kaum da, schon waren sie wieder weg. Genau. Also da wirklich beeilen, da sind nur noch zwei da. Da würde ich sogar noch so eins aufbauen und das aufgebaute Modell gibt es dann zum radikal reduzierten Sonderpreis. Das nehmen wir natürlich wieder auseinander, genau. Damit ihr was zu basteln habt. Der Karton wird nicht zusammengerissen, die Anleitung bleibt komplett, da kommen alle Teile rein, die ich da zusammenbaue. Ihr kriegt das komplette Set, da wird nichts rausgenommen, da wird nichts kaputt gemacht. Also wer Interesse hat, soll es einfach mal uns bitte anschreiben, einfach Kommentar unter das Video lassen. Genau. Oder je schneller ihr seid, desto weniger ist oder desto geringer ist die Chance, dass ich diese Packung aufmache.
Ja, also bestell's und er bastelt nicht zusammen. Okay, nee, also nee, also wirklich auch ein wunderschönes Modell. Das sind auch wieder komplett alles. Ja, wir haben passend dazu auch noch ein paar Zeros. A6M, A6M3. Genau. In grün. Mhm. Wir haben die Kawasakis, die Ki 61, sind momentan leider nicht verfügbar. Aber wir arbeiten dran. Also wir haben dann auch eine andere Quelle, wo wir eventuell noch was ziehen können. Also wenn da jemand möchte, dann Bescheid sagen und dann gucken wir mal, was da geht. Was haben wir noch? Bismarck habe ich gesagt, Scharnhorst habe ich gesagt. Genau. Die Karl-Geräte sind auf dem Weg. Genau, die kommen jetzt ungefähr, glaube ich, so Ende der Woche. Ende jetzt der Woche, Anfang nächster Woche. Also alle, die vorbestellt haben, kriegen auf jeden Fall ihre Karl-Geräte. Genau. Wir haben noch zwei Limited, die könnt ihr euch gerne im Shop besorgen. Wir haben jetzt auch neu, er ist leider gestern in Vorbestellung gegangen, Leopard 2A4. Gut, eigentlich sollte es ein Flugzeug spezial werden, aber wir wollen euch auch gerne mal informieren. Ja, aber ehrlicherweise muss man jetzt sagen, das Wochenende war extrem gut. Wir haben am Wochenende alleine vom Leo 2A4 vom 2618 die unseren kompletten Restbestände verkauft. Genau. Also er ist jetzt in Vorbestellung, aber ist auf alle Fälle schon wieder neu bestellt. Ja. Der kommt jetzt dann bald wieder rein, also da könnt ihr dann auch gerne dann wieder bestellen. Sonst, wie gesagt, wir haben viele, viele Flugzeuge drin von Kobi. Schaut einfach, wir haben auch noch den Roten Baron, haben wir auch noch. Da ist zum Beispiel auch wieder noch, ich glaube, deutsches Flugzeug. Ja, im weitesten Sinne ist es ein deutsches Flugzeug. Ja, ja, genau. Holländischer Fabrikant, deutsches Flugzeug. Genau. Nee, sonst, wir haben wirklich ein paar ausgesuchte Stücke, die wir jetzt im Shop haben. Wir wollten euch jetzt nicht alle zeigen, mal einfach mal für uns jetzt, gerade mit dem Flugzeugträger, der wieder da ist und ein paar ausgesuchte Flugzeuge. Wir nehmen euch irgendwann mal auf eine kleine Tour ins Lager mit. Wir zeigen euch mal, was wir alles an Kartons haben. Genau. Und wie groß das ist. Wie gesagt, wir sind seit einem halben Jahr unterwegs, wo wir gerade beim halben Jahr sind. Aktuell ist es so, wir sind extrem stolz darauf, dass wir so gut bei euch ankommen. Wir sind extrem stolz darauf, dass wir so eine treue Fangemeinde haben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir was von euch lesen. Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Ja, wir freuen uns extrem. Genau. Vielen Dank dafür. Wir geben uns Mühe, besser zu werden. Wir geben uns Mühe, schneller zu werden. Wir geben uns Mühe bei allem, was geht. Aufgrund von Corona und der Tatsache, dass wir auch noch ein bisschen nebenher was machen müssen, weil noch ist es nicht ganz auf dem hohen Niveau, wo wir hinwollen, aber wir müssen halt nebenher noch ein bisschen was machen. Das läuft ganz gut. Wir arbeiten extrem gerne mit euch zusammen. Genau. Und wir haben einiges in Vorbereitung. Wir möchten euch sehr viele Sachen noch zeigen. Es ist momentan aber einfach so, dass einige Lieferungen aufgrund von Problemen bei einem Transportdienstleister, ich sage jetzt mal nicht den Namen DHL, ein bisschen Lieferverzögerung da auftaucht. Aber wir zeigen euch auf alle Fälle, sobald da ist, ein Unboxing-Video vom Toro 1:16 Panther. Genau, Panther 11, gut aufgepasst. Panther 11, auf jeden genau. Fall. Das ist dann der ungefähr so langen Holzkiste und da zeigen wir euch dann auch, wie der komplett kommt. Machen den auch fertig und zeigen dann und machen auch noch ein paar Videos draußen, dass ihr den auch mal ein bisschen im Gelände seht und sowas. Das haben wir vorbereitet. Dann auf alle Fälle werden wir nochmal die ganze Thematik mit Toro besprechen, wie das jetzt mit anderen Panzermodellen aussieht. Da sind ja momentan einige nicht verfügbar. Hier Leopard 2A5, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Dann sind noch andere Modelle, die im Internet rumgeistern, die aktuell nicht lieferbar sind. Da müssen wir mal gucken, ob wir da eine Information kriegen, ob und wann und wie. Und dann möchten wir natürlich da entsprechend den Service für euch dann darstellen, dass das vernünftig in Informationen entsprechend kommuniziert wird. Solltet ihr zum Beispiel, also wie jetzt nochmal gesagt, auf die Flugzeuge zurückkommen, solltet ihr ein bestimmtes Flugzeug suchen. Wir sind jetzt zum Beispiel auch, eventuell kann es möglich sein, dass es vielleicht auch mal ein paar Kreuzfahrtschiffe geben wird, wenn wir jetzt schon mal so ein Flugzeug- und Schiffbereich sind. Wir wissen es noch nicht wir ganz genau. Wir sind in Gesprächen auf jeden Fall.
Sonst, wie gesagt, wenn ihr ein bestimmtes Flugzeug sucht, was ihr sozusagen nicht bei uns im Shop findet, sagt aber die Nummer so und so, könnt ihr mal suchen, macht mir mal bitte ein Angebot. Wie gesagt, schreibt uns einfach, kommt drauf zu. Wir haben wirklich eine große Auswahl an Flugzeugen da drinnen. Wir versuchen immer wieder neue Sachen reinzubekommen. Ja. Was jetzt zum Beispiel im, glaube ich, Oktober, November kommen wird, das kommt sich auf den neuen Film Top Gun. Achso, stimmt. Ja, genau. F-18, zwei Stück. Ja. Eine mit Maverick-Design, eine normale graue. Genau. Es kommt im Winter, also November, Dezember, wird es auch eine F-15 geben. Genau. Ein Harrier ist angekündigt, also ein AV-8B von den Marines. Nicht die englische Variante, sondern wirklich die amerikanische Variante. Angekündigt ist auch ein CH-47. Ich glaube, der Apache, das hatte ich aber in einem Video schon mal gesagt. Genau. Die kommen alle im Winter. Also wir versuchen auf jeden Fall wirklich halt immer so auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bitte, also wenn ihr vorher schon mal was sucht, wir informieren euch auf jeden Fall, ist es da, ist es nicht da, kommt es, wann kommt es nicht. Also ihr werdet von uns auf alle Fälle informiert, aber jetzt nochmal dann auf die Flugzeuge zu kommen. Wie gesagt, Top Gun kommt ja im November. Vermutlich. Ich glaube, so Oktober, November soll er in die Kinos kommen. Dazu kommen halt diese Flugzeuge. Die werden auf alle Fälle bei uns im Shop da sein. Ja. Ne? Wir haben, glaube ich, schon eine kleine Vorbestellung gemacht. Und sonst guckt rein, Flugzeuge sind da. Und ich glaube, wir wollten jetzt die große Auswahl, die wir jetzt eigentlich gerade mal haben. Also wie gesagt, Roter Baron, dann die Messerschmitt, dann die Zero. Was haben wir denn noch alles? Also wie gesagt, unseren Flugzeugträger bitte nicht vergessen. Die schöne Graf Zeppelin 3086 von Kobe. Wir haben noch Moskitos, wir haben noch Wellingtons, wir haben B-25. Die C-47, die Douglas haben wir auf jeden Fall noch. Dann haben wir auch noch die, was war es noch, die Harriet? Nee, die... was war es, Harriet? Oh, ich komme so nicht drauf. Die Havilland Moskito. Ja, genau. Achso, hattest du ja gerade gesagt. Entschuldigung. Guten Morgen. Guten Morgen, so hört man zu. Ja, genau. Es ist für uns alle die 8. Stunde. So. Nee, also wir wollten jetzt wirklich nicht alle zeigen. Wir haben jetzt wir haben wirklich eine große Auswahl, aber da ist es. Und jetzt, da wir ja das halbjährige Jubiläum haben, dann haben wir uns gedacht, wir lassen euch einfach klein machen. Genau. Und zwar seit gestern. Bis inklusive dem 16. August geben wir auf alle Bestellungen zusätzliche 3%. Genau. Das heißt, ihr könnt im Laden maximal eskalieren, ihr könnt nichts falsch machen, ihr müsst keinen Code eingeben, der Rabatt wird automatisch abgezogen und ihr könnt, egal wie hoch die Bestellung ist, 3% extra kassieren. Genau. Insofern wäre das schon sinnvoll, wenn ihr da mal schaut. Zwinker, zwinker. Wie gesagt, ihr könnt nichts falsch machen, ihr müsst einfach nur Sachen in den Warenkorb packen. Geht zum Checkout und dort wird dann entsprechend der Rabatt automatisch eingebucht. So, das seht ihr dann abgezogen. Das ist das Wort. Also, genau. So, ihr könnt wie gesagt nichts falsch machen. Für deutsche Bestellungen gilt ab 25 Euro immer noch versandkostenfrei. Für unsere europäischen Freunde ist es leider nicht ganz so. Aber trotzdem haben wir da sehr konkurrenzfähige Versandkosten. Für die gilt natürlich die 3% auch. Also für die Holländer und Belgier, wenn ihr mich versteht, 3%. Super. Das dazu. Das ist so das Highlight, was wir momentan machen. Also das gilt eigentlich komplett bis inklusive 16. August. Mhm. Wäre schön, wenn ihr da rege dran teilnehmt, weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass die Preise so weit passen, dass ihr da ein Top-Angebot bekommt. Ja. Dann auch noch mal der Hinweis, wenn ihr wirklich Interesse habt an älteren Modellen, sagt uns Bescheid, wir gucken. So, es gibt Mittel und Wege, sowas zu bekommen und es gibt auch die durchaus moderatere Anbieter mit moderaten Preisen, sagen wir es mal. Wir müssen halt, aber das ist so. Was kann man noch machen? Mit Stubern sind wir noch immer noch am Verhandeln. Genau. Da sind wir noch nicht wirklich weiter, also wirklich da ein bisschen Geduld haben, wenn ihr Stubern-Fans seid. Da kommt mehr, aber ich kann noch nicht sagen. Genau, was wir jetzt demnächst machen werden, ist halt ein Aufbau-Video von einer Tirpitz. Damit ihr jetzt dann auch mal einen Vergleich habt, wie lange das dauert genau. Und wie groß die Modelle sind. Also wir werden jetzt nicht die 3-4 Stunden oder keine Ahnung, wie lange wir brauchen, werden komplett in ein Video zusammenziehen. Also wir das kommt im Schnelldurchlauf. Das kommt im Schnelldurchlauf dann halt, aber einfach, dass ihr dann wirklich mal seht. 128-fache Geschwindigkeit. Genau, ja. Also wirklich so
Das ist der Unterschied, das ist der Anfang, Mitte und Ende und dann einfach im langen Durchschnitt. Genau. Was wir dann auch machen wollen, wie gesagt, nochmal auf Subban zum Beispiel auch raufgezogen. Wir werden dann auch mal kurz Subban zeigen. Wir haben noch wir haben ja letztens schon was gezeigt, wir haben noch eine, wollte ich dann auch mal kurz zeigen. Genau, wir haben noch einen Kampfhubschrauber. Den wird die Chefin aufbauen. Genau, den werde ich dann auch mal aufbauen. Davon werdet ihr auch ein Video sehen. Einfach dann auch mal, um wirklich Qualität zu vergleichen, sonstiges, was ist dabei, wie ist die Anleitung. Da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch noch ein Video von uns. Genau. Genau. Sonst, wie Carsten ja schon gesagt hat, wird es demnächst dann halt dieses Unboxing-Video vom Panther geben. Da freue ich mich echt schon wahnsinnig drauf, weil es ist echt ein traumhaft schönes Modell. Ja. Und sonst, wir haben gesagt, guckt in unseren Shop rein. Flugzeuge, 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 Flugzeuge. Ne? Und findet ihr oben, wenn ihr in der Leiste klickt, auf Hobby und Flugzeuge. Genau. Findet ihr alle Flugzeuge, die wir haben. Und wie gesagt, vergesst nicht unseren traumhaft schönen Flugzeugträger. Ich musste nur schnell mal gucken, ob ich jetzt richtig drin habe. Ja, ich super. Bin sehr stolz auf dich. Ja, ich auch. Nee, also wirklich vergesst nicht unseren traumhaft schönen Flugzeugträger. Kraft Zeppelin 3086. Mhm. Sind gerade wieder 3 Stück da. Jeder, der am schnellsten ist, kann sich gerne eins besorgen bei uns im Shop. Für einen sehr, sehr guten Preis. Für einen sehr guten Preis. Und denkt dran, wir haben gerade die 3%, dann könnt ihr da auch noch mal was sparen. Alles da, wenn ihr heute bestellt, ist in den nächsten für Deutschland 3 bis 5 Werktagen da. Beim Ausland dauert es halt ein kleines bisschen länger, aber funktioniert bis jetzt auch. Wir haben komplett auch Ambitionen aus Holland und Belgien gekommen, dass die Lieferung auch gut funktioniert hat. Genau. Gut, wenn ihr noch was habt, schreibt uns info@codisteuermann.de. Wir sind Carsten und Steffi, er ist Carsten und ich, nicht Steffi, ja genau. Und der Cody. Steffi, Carsten, nein. Cody, der Rest ist egal. Der Rest ist egal. Nee, wir sind auf alle Fälle für euch erreichbar. Schreibt uns auch auf Facebook, sonstiges und wir tun, was wir können. Wir wünschen euch einen wahnsinnig schönen Tag und einen schönen Abend noch und wir werden jetzt schauen und bleibt uns einfach treu und wir gucken jetzt Netflix. Genau. Bis dann. Tschüss. Kamera schon aus? Nee. Tschüss. Jetzt, ja. Tschüss.